Den 28. April 2024 werden vor allem die Harnekorper fett in ihrer Ortschronik markieren. Mit dem Richtfest ihres Dorfgemeinschaftshauses wurde die nächste Etappe beim Bau des bedeutendsten Neubaus der Gemeinde Prötzl absolviert. Also wenn man sich jetzt heute mal anschaut, das Gerüst, was jetzt steht, das Dach, was da ist, dann sieht man, dass ein Traum wahr wurde. Ein Traum eines Hauses für unsere Gemeinschaft, für dieses Dorf, für die Gemeinde Prötzl insgesamt, für die Region. Viel Vorstellungskraft, wie das zukünftige Dorfgemeinschaftshaus Prötzl genau aussehen wird, bedurfte es zwar noch während des ersten Spatenstiches am 30. September, doch inzwischen lässt sich sogar die spätere Raumaufteilung erkennen. Also mir fällt auch am besten die Holzbauweise. Und wie kam es zum Holz? Das von uns beauftragte Architektenbüro, das Atelier van Nelsa, ist bekannt für nachhaltiges Bauen. Und da stand eigentlich nie ein anderer Baustoff zur Debatte außer Holzständerbauweise. Ja, herzlich willkommen. Entsprechend des Entwurfes des Ateliers van Nelsa passt sich das Objekt hervorragend in das Gemeindebild ein und bewahrt den ländlichen Charakter. Ja, die Vision gab es schon ein paar Jahre, allerdings in einfacher Form. Wir haben uns dann allerdings im Laufe der Zeit entschieden, ein Multifunktionshaus daraus zu gestalten. Und ein treuer Begleiter dabei war auf jeden Fall die Landesarbeitsgruppe Märkische Seen, also die LAG Märkische Seen. 800.000 Euro konnte man aus Fördertöpfen generieren, sodass bisher lediglich 200.000 Euro aus der Gemeindekasse in das Gemeinschaftszentrum flossen. Und wir müssen natürlich auch sagen, es wird auch demnächst darüber zu diskutieren sein, was können wir noch zusätzlich finanzieren, zum Beispiel bei den Außenanlagen. Da wird von der Gemeinde Geld benötigt, nicht alles wird über Fördermittel laufen. Das, was fürs Haus veranschlagt haben, ist ja schon relativ knirsch. Aber wir werden in Zukunft ganz viele Hände brauchen, um das hier außen zu gestalten. Und ich glaube, wenn das dann fertig ist, dann hat das einen Aha-Effekt und dann ist der Zusammenhalt noch stärker, als er bisher war. Das Richtfest bot für Prötzls ehrenamtliche Bürgermeisterin auch den richtigen Rahmen, um den Machern hinter den Kulissen einmal mehr Dank zu sagen. Also in erster Linie Sigmar Paulig. Sigmar Paulig hat diese Steuergruppe auf den Weg gebracht, hat mit Frau Gerd Grinelke, dort mein zweiter Dank vom Amt Barnim-Oderbruch, die ganzen Anträge geschrieben, hat auch das Projekt formuliert und führt die Steuergruppe. Dann Frau Damaschek als diejenige, die das als Ortsvorsteherin mit unterstützt hat und natürlich die Gemeindevertretung, die dieses begleitet und hier voranbringt. Und aus meiner Sicht viele Einzelne der Steuergruppe, einzelne Persönlichkeiten, die sich eingesetzt haben, um zum Beispiel zu schauen, wo kriegen wir eine Küchenausstattung her, wie können wir innen gestalten, wo bekommen wir Stühle her und so weiter. Das war, glaube ich, ein super tolles Zusammenspiel. Diesen Menschen möchte ich auch noch mal ganz besonders Danke sagen. Den ursprünglichen Fertigstellungstermin wird man verfehlen. Aus dem Erdreich ans Tageslicht geförderte Utensilien verzögerten den Baufortschritt im letzten Jahr enorm. Während nun die beauftragten Handwerker ihr Bestes geben, um die verlorene Zeit aufzuholen, steht die ins Leben gerufene Steuer- und Arbeitsgruppe schon wieder vor den nächsten Herausforderungen. Die nächsten Herausforderungen für die Arbeitsgruppe sind, noch weitere Fördermittel zu generieren, um Einrichtungsgegenstände zum Beispiel für den großen Saal kaufen zu können. Und die zweite große Herausforderung ist, dass wir, ich sage es jetzt mal so, ein bisschen lax, die Hütte mit Leben erfüllen. Das heißt also, wir fangen jetzt schon an, Dienstleister zu generieren, die uns helfen, entsprechende Dienstleistungen anzubieten, oder Kulturschaffende, die wir dann auch langfristig an uns binden wollen, so dass wir kulturelle Veranstaltungen durchführen können und so weiter. Also da soll es ein reichhaltiges Angebot geben, und das vorzubereiten, das ist derzeit eine der größten Herausforderungen für die Arbeitsgruppe. Das Bauobjekt kann und wird nur die Hülle des Gemeindezentrums bilden.
Mit Leben müssen es die 1166 Prötzlerinnen und Prötzler erst noch füllen. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, Räume zu haben, zum Beispiel, um dann die Veranstaltung des HSCC am 11.11. durchzuführen oder die Karnevalsveranstaltung durchzuführen, aber auch die Glucken, Mellis kleine Farm, können sich hier treffen, basteln. Es kann hier Buchlesungen stattfinden. Die Seniorinnen und Senioren können sich hier toll treffen und vielleicht auch gemeinsam Mittag essen. Der örtliche Karnevalsverein wird die bisherige Bauverzögerung verschmerzen können. Aber spätestens im November wird der HSCC zu seiner 41. Session dem neuen Veranstaltungssaal die Feuertaufe unterziehen. Jetzt sieht man schon, in welchen Umfängen dann das Haus sein wird. Und da gehört gar nicht mehr so viel Fantasie dazu. Ich bin sehr stolz, dass sich eine starke Steuergruppe gebildet hat, die Ausstrahlung hat nach außen. Über Hanekop hinaus, in allen Ortsteilen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Hier zeigt es sich, wie es ist, wenn Menschen zusammenstehen und etwas bewegen wollen, dann können sie es bewegen. Es gibt regelmäßig Berichte in der Gemeindevertretersitzung und ganz tolle Vorarbeit geleistet hat. Die sind immer noch dabei. Ich kann nur aufrufen, dass sich Menschen melden, die unterstützen wollen. Wenn das Haus steht, werden wir noch viel zu tun haben. Wir werden das Gelände dann noch gestalten. Und da werden ganz viele Menschen gebraucht. Die Steuergruppe allein kann das nicht wuppen, sondern sie brauchen Menschen, die sie unterstützen. Oder um aktiv mitwirken zu können, bitte bei mir persönlich melden. Oder bei den Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe. Von der Sache her weiß jeder in Prötzl, wie er mich findet. Und in Prötzl weiß auch jeder, wer in der Arbeitsgruppe ist. Mindestens 1,1 Millionen Euro wird das Dorfgemeinschaftszentrum Prötzl nach Fertigstellung gekostet haben. Inwiefern die Dorfentwicklung durch den Bau konzeptionell gefördert wird, hängt von den zukünftigen Nutzungskonzepten ab.